Man ist nur tot, wenn man warm und tot ist. Kühlung stoppt den Sterbeprozess auf zellulärer Ebene. Ewig zu leben, wer hat sich das noch nicht gewünscht? Aber alle Lebewesen sterben irgendwann, außer in Science-Fiction-Filmen. Da werden ganze Menschen eingefroren, vielleicht in so Kühlhäusern wie hier und irgendwann wieder aufgetaut. Das Ganze nennt sich Kryonik und für die AOK checke ich heute, was davon jetzt schon möglich ist. Als allererstes geht's in eine Samenbank, denn da werden heutzutage schon Samenzellen eingefroren. Hallo Ann-Kathrin. Hallo, herzlich willkommen. Dann nehme ich dich mal mit rein, wo normalerweise keine Patienten Zutritt bekommen. Aus welchen Gründen kommen die Menschen denn so in der Regel hierher und spenden Samen? Es gibt zwei Prinzipien, aus denen man spendet. Einmal ist es die heterologe Samenspende. Das bedeutet, die Spender spenden für andere Personen, die darauf angewiesen sind. Das können heterosexuelle Paare sein, wo der Mann unfruchtbar ist, aus welchem Grund auch immer, lesbische Paare oder alleinstehende Frauen. Und dieser heterologe Bereich grenzt sich eben vom homologen Bereich ab. Das bedeutet, dass man die Samenzellen für sich selbst einfriert. Das kann grundlos erfolgen, einfach nur, weil man ein Backup haben möchte oder aber vor Chemotherapie, Strahlentherapie. Also das heißt, wenn man irgendwas, eine Behandlung macht, bei der die Samen geschädigt werden könnten, ist das so ein typischer Grund. Richtig, auf jeden Fall. Und das würde jetzt eben auch von den Krankenkassen übernommen werden. Ah, okay. Und wie läuft das dann normalerweise so ab? Also ich wäre jetzt das allererste Mal in so einer Samenbank. Man regelt zuerst mal das Vertragliche. Das heißt, der Spender, der spenden möchte, muss aufgeklärt sein darüber, was er tut, muss auch ärztlich untersucht sein. Und dann würde er, nachdem er den Vertrag unterzeichnet hat, die Samenprobe gewinnen. Und dann würde man die Probe nach der Gewinnung einfrieren und anschließend lagern. Und die Lagerung, die kann praktisch unendlich lange erfolgen, ohne dass die Probenqualität abnimmt. Okay, und hier vorne ist das Kryolager, das heißt, da werden Spermien gelagert. Können wir uns das mal anschauen? Genau. Was ist da jetzt drin in diesen ganzen Behältern? Ja, das ist sozusagen das Herzstück der Samenbank. Hier lagern neben Spermienproben auch Eizellen, befruchtete Eizellen oder Embryonen. Der Anfang des Lebens ist hier sozusagen tiefgefroren. Dann wirkt das so, als wären die Zellen quasi frisch gewonnen worden. Genau, es gibt sozusagen Zwillinge, die unterschiedliche Alter haben. Also wenn aus einer Eizellgewinnung beispielsweise oder einer Samengewinnung zum gleichen Zeitpunkt Kinder entstehen, und der eine Embryo noch länger eingefroren bleibt als der andere, 2-3 Jahre beispielsweise, wurden diese Zellen zur selben Zeit gewonnen, aber haben dann als Menschen einen Zeitversatz von 2-3 Jahren, je nachdem, wann sie aufgetaut wurden. Ja, ich finde das Thema mega spannend und ich würde das Ganze gerne mal selber ausprobieren, dass ich ja vielleicht selber mal eine Probe abgebe. Ist das möglich? Das ist kein Problem. Da kann ich dir gerne einen Becher geben und da kannst du dann die Probe gewinnen. Okay. So, das ist dann der Abgaberaum. Hier kannst du die Probe gewinnen und dann würden wir uns nach der Gewinnung wieder treffen. Alles klar, dann bin ich gespannt. Ja, dann werde ich jetzt mal hier eine Probe gewinnen und ihr bleibt mal besser draußen. Wann untersucht man schon mal seinen Sperma? Deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst. So, Entwarnung, also Spermien gibt es. Sieht auch auf den ersten Blick wirklich gut aus. Kann man irgendwie erkennen, dass es eine Tendenz gibt, dass die Spermienqualität nachlässt in der Gesellschaft? Weil das ist ja irgendwie was man vielleicht häufiger mal hört. Auf jeden Fall. Das beobachten wir auch innerhalb der letzten 10 Jahre. Also wenn man eine Probe auftaut, die vor 10 Jahren gewonnen wurde, würde man auch als Laie sehen, dass die morphologisch noch schöner ist. Wahrscheinlich sind es unsere Lebensbedingungen, die einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben, auf die Konzentration der Samenzellen, auf ihre Beweglichkeit. Kann ich jetzt selber mal schauen? Auf jeden Fall. Voll spannend. Und da sieht man auch dieses Raster und anhand dieses Rasters kann man die Konzentration der Spermien ermitteln. So, hier wird es jetzt gefährlich. Deswegen bekommst du erstmal eine Schutzbrille von mir. Okay. Und dann füllen wir den minus 196 Grad kalten Stickstoff ein. Dann wird die Probe hier reingefüllt. Das ist ein temperaturgesteuerter Zylinder, der jetzt langsam die Temperatur auf bis minus 196 Grad führt. Mega spannend. So, dann kannst du mir die Brille geben. Ja. Ja, dann danke für die Einblicke. Ja, gern geschehen.
dass man einzelne Zellen wie Samenzellen einfrieren kann, das haben wir jetzt gesehen. Aber wie sieht es mit dem ganzen Menschen aus? Ist das Science Fiction oder geht das wirklich schon? Ich finde das Thema mega faszinierend und ich treffe jetzt jemanden, der sich damit auskennt. Habt ihr noch weitere Gesundheitsthemen, die ich mir mal anschauen soll? Schreibt es in die Kommentare. Emil, kannst du dich einmal vielleicht ganz kurz vorstellen? Also wer bist du, was machst du? Gerne, ich bin Emil, früher mal Mediziner und jetzt in dem Überlappbereich von Medizin, Technik und Kryokonservierung. Was ist Kryonik genau und vor allem wie funktioniert das? Kryonik ist die Idee, dass irgendwann möglich sein wird, Krankheiten, die heute nicht heilbar sind, zu heilen. Und Kryonik ist dann die Technik, wenn man heute versterben sollte, dass man dann nach dem rechtlichen Tod mit so einem Spezialverfahren runtergekühlt wird, auf dieser tiefen Temperatur dann gehalten wird, bis in der Zukunft, wie gesagt, diese Krankheiten heilbar sind und man den Prozess rückgängig machen kann. Ich war ja jetzt für dieses Video schon in der Samenbank und habe meine Samen einfrieren lassen. Warum geht denn das schon, aber einen ganzen Menschen einzufrieren und dann wieder aufzutauen, das geht noch nicht? Also ein ganz physikalisches Problem, ist gar kein biologisches Problem, sondern ganz, ganz physikalisch. Bei Zellen, die natürlich sehr klein sind verglichen zum ganzen Körper, kann das Kryokonservierungsmittel und die Kälte sehr schnell von außen ran. Und darum geht das technisch oder biologisch. Bei ganzen Menschen, die schnell runterzukühlen, ist natürlich signifikant schwieriger, einfach vom Volumen her. Vor allem, und das ist der wichtige Punkt, den Körper so einzufrieren, dass er wiederbelebt werden kann. Was passiert denn jetzt, wenn ein Kunde von euch stirbt? Also wir können immer die Patienten oder die Kunden übernehmen, wenn die rechtlich für tot erklärt werden. Und zu der Zeit haben wir, wie gesagt, zwei Aufgaben. So schnell wie möglich runterzukühlen, dann wird dieses Kryokonservierungsmittel gegeben, was im Endeffekt dann in die Blutlaufbahn reingegeben wird, um dann die Eiskristallbildung zu verhindern im ganzen Körper. Und dann wird immer weiter runtergekühlt, bis auf minus 196 Grad Celsius. Wie siehst du denn so die ethischen Aspekte eurer Arbeit? Weil ist das nicht auch gut, dass die Natur entscheidet, wann ein Leben vorbei ist, wann jemand stirbt? Ob irgendwas gut ist, weil es die Natur will, das sehe ich nicht so. Weil wir als Gesellschaft sollten entscheiden, was gut und richtig ist. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne länger leben, dann finde ich, er sollte die Wahl dazu haben. Was man ganz ehrlich sagen muss, ist aktuell nicht möglich. Das wird auch nicht in 10 Jahren möglich sein, auch nicht in 20 Jahren. Es wird wahrscheinlich signifikant länger dauern. Man kann zwar den Einfrierprozess machen, aber nicht den Wiederauftauprozess. Dafür ist zukünftige Technik notwendig. Jetzt stehen wir ja hier vor eurem Kryomobil. Ja. Damit holt ihr dann die Menschen ab, die sich entschieden haben, eingefroren zu werden. Mhm. Kannst du mir mal zeigen, wie das genau funktioniert? Gerne, gerne. Wollen wir reingehen? Ja, gerne. Hier findet die Kühlung statt. Erst mit Eiswasser. Dann wird Herzdruckmassage gemacht. Das sind so Herzdruckmassagegeräte, die automatisch Herzdruckmassage machen. Ah, okay. Das heißt, müde muss keiner pumpen. Genau, um nicht müde zu werden. Und dann, wenn man dann runtergekühlt hat, dann fängt man an irgendwann mit dem Kryokonservierungsmittel. Die Kühlung muss, das ist der wichtige Punkt. Es gibt den Spruch in der Medizin, man ist nur tot, wenn man warm und tot ist. Kühlung stoppt den Sterbeprozess auf zellulärer Ebene. Wie kann ich mir dann so einen Behälter vorstellen, in dem der Körper drin ist? Ja, ein großer, steriler, weißer Raum mit ganz großen Edelstahlkapseln im Endeffekt. Okay, also im Prinzip sieht das genauso aus wie in der Samenbank. Exakt, nur größer, aber gleiches Konstrukt, gleiche, selbst die Container sind die gleichen. Mhm. Nur halt fünffach so groß, fünffach so hoch, fünffach so dick. Ich glaube, bis man Menschen wirklich einfrieren und vor allem wieder auftauen kann, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber auf jeden Fall faszinierend zu sehen, dass das schon mit Samen und Eizellen geht. Weil ich glaube, das gibt vor allem Menschen mit schweren Krankheiten Hoffnung, weil man weiß, dass man trotzdem noch Kinder bekommen kann. Wenn ihr weitere Folgen vom Gesundheitschecker sehen wollt, dann klickt einfach hier und abonniert den Kanal, um keine Folgen mehr zu verpassen.